Das ist ganz einfach dann diese Geschichte, ne? Das vielleicht war da in dieser Portion auch vielleicht ein sehr hoher GABA-Anteil irgendwie drin. Irgendwie war es bei mir bluthirnschrankengängig, eindeutig. Und deshalb ist eben auch immer ganz, ganz wichtig, dass ihr euch, wenn ihr Ergänzungsmittel irgendwie in eurer Praxis dann auch benutzt, dass ihr euch da auch mal hinsetzt und die anschaut. Ja, weil häufig werden die dann auch benutzt, die eben das größte Marketing haben, die am lautesten schreien und das ist so super. Aber bei sehr vielen ist es auch so, dass teilweise so die Zusammensetzung von irgendwelchen, zum Beispiel Vitaminen, Spurenelementen, dass sie überhaupt nicht harmonisch ist. Ja, also da ist dann zum Beispiel dann irgendwie alles mit drin, ja, was sich teilweise dann wirklich eben auch blockiert in deinen Aufnahmen, ist Magnesium, Calcium zum Beispiel ganz häufig in Kombination miteinander drin, sollte eigentlich zeitlich immer drin sein. Oder man hat Nahrungsergänzungsmittel, da ist dann Eisen mit drin, aber 20 andere Sachen, die die Eisenresorption eben auch blockieren. Also von daher so, ja, ich sag jetzt mal so eine gesunde Distanz und gesunde kritische Haltung sollte eigentlich da auch immer enthalten sein. Und das kann eben immer sein, dass eben die Mengen, die von irgendwas drin sind, unheimlich schwanken, ne? Bis zu 50% kann das bei einem Nahrungsergänzungsmittel sein. Ja, und da steht dann auch nicht drauf, weil es ist ja nicht für die Behandlung von Krankheiten, dass man das dann und dann nicht nehmen darf oder wenn dieses und dieses Medikament mit eingesetzt wird. Mein Beispiel dafür. Wisst ihr zum Beispiel, welche Menschen kein hochdosiertes Beta-Carotin einnehmen dürfen? Raucher. Richtig. Na, Valentina weiß das. Und das ist auch wichtig. Es gab in den 80er, 90er Jahren eine riesige Studie, da wollte man eigentlich die antioxidativen Effekte von Carotinoiden wie Beta-Carotin und sowas nachweisen. Da haben dann also die Probanden ganz, ganz viel Beta-Carotin bekommen. Und man hat also auch festgestellt, dass bei den Nichtrauchern das quasi krebsverhütende Effekte haben kann. Aber die mussten die Studie damals abbrechen, weil ihnen die Bronchialkarzinomzahlen bei den Rauchern explodiert sind. Ja, gab später nochmal eine ähnliche Studie, musste auch abgebrochen werden. Es gab eine Studie mit Vitamin E, da war es nicht so ausgeprägt, ja, aber die musste auch abgebrochen werden. Oder was hört man dann so häufig? Ja, hochdosiertes Vitamin E, ne, ist protektiv gegenüber dem Schlaganfall. Ja, wenn man sich da aber mal Studienergebnisse anschaut. Ja, und das könnt ihr auch alle machen. Es gibt Datenbanken wie zum Beispiel also PubMed oder so etwas. Das kann man sich auch übersetzen lassen von Google, wenn man jetzt nicht so des Englischen mächtig ist oder so, die also festgestellt haben, dass hochdosiertes Vitamin E tatsächlich einen protektiven Effekt hat auf die Verhinderung eines weißen Insults, also des weißen Schlaganfalls, also wenn da Thromben kommen oder ein Embolus. Aber was die Nahrungsergänzungsmittelfirma einem häufig nicht erzählt und häufig die Vertreter nicht mehr wissen, ist, dass das Risiko bei Hochdosisgabe von Vitamin E, einen roten Insult, also eine Hirnblutung zu bekommen, ja, dass die sich ganz massiv erhöht. Ja. Und das ist eben das, was ich da immer wieder so bemängel. Da sind dann teilweise irgendwelche Vertriebler, ja, die erzählen, ah, da und da und da, da gab es auch mal eine Studie und sowas darüber, aber nicht diesen anderen Teil erzählen. Ja, und dadurch erlebt man das auch immer wieder, dass da irgendwelche Sachen überdosiert werden oder Kombinationen miteinander gegeben werden, die ganz einfach nicht unbedingt so dolle sind. Ja, bei den Nahrungsergänzungsmitteln, wie gesagt, also das muss man nur registrieren. Wenn da keiner schreit irgendwie, dass das ein Mist ist, dann wird das auch nicht überprüft. Das fällt größtenteils eben unter Lebens- und Futtermittelgesetzbuch und inzwischen gibt es auch eine Nahrungsergänzungsmittelverordnung, die aber dringend nachgebessert werden muss. Und hier wird ganz einfach nach der Registrierung passiert erstmal gar nichts. Es wird nur kontrolliert, wenn ganz einfach eben jemand schreit und sagt, da ist irgendetwas schiefgegangen. Der Hersteller ist allein für die Sicherheit verantwortlich. Ja? Und da muss man immer auch gucken, was zu Überdosierung oder sowas kommen kann. Bei einem Arzneimittel, da haben wir gesehen, das ist teuer, ja, für eine Firma ein Arzneimittel herzustellen, weil auch wenn das irgendwelche Sachen sind wie Kolibakterien oder sonstiges, was wir in der Praxis auch benutzen, ist da wirklich eine,
jahrelange Testung ganz einfach vorausgegangen. Ja? Und hier ist die Rechtsgrundlage des Arzneimittelgesetzes. Das heißt also, und wenn das jetzt Mutaflor, mein Lieblingsmittel bei den Kolibakterien oder so etwas ist, dann muss immer dann auch geguckt werden, dass die ganzen Zulassungsunterlagen, dass sie gut sind. Die pharmazeutische Qualität muss geprüft sein, die Wirksamkeit muss nachgewiesen sein, die Unbedenklichkeit muss nachgewiesen sein, Nutzen-Risiko-Verhältnis muss offen dargelegt werden und ganz einfach Indikation, Kontraindikation, Dosierung, Wechselwirkung, Nebenwirkung. All das muss eben in Studien erwiesen worden sein, nachgewiesen sein und dann erst kommt das auf den Markt. Es gibt zum Beispiel, ich nehme jetzt gerade das Mutaflor, das ist so mein Lieblings-Kolibakterium, um einen Darm zu sanieren. Das ist ein Bakterium, was Sauerstoff verbraucht. Und die meisten unserer Dickdarmbewohner, der Bakterien, die dort leben, sind anaerobia, ne, so 99%. Das heißt, wenn da zu viel Sauerstoff ist, dann können die sich nicht gut ansiedeln. Und deshalb nehme ich gerne so Kolibakterien wie die vom Mutaflor, um erstmal den Sauerstoff wegzubekommen. Ja. Das ist aber, wie gesagt, kein Nahrungsergänzungsmittel. Das ist ein Arzneimittel. Das ist geprüft. Die können euch 100.000 Studien zu dem Ding geben. Deshalb ist das Ding auch ein kleines bisschen teurer. Ja, der kostet dann die Kapsel im Schnitt, je nachdem, ob du jetzt 20 oder 50 Dinger nimmst, sagen wir mal 1 Euro. Und das Ding muss auch in den Kühlschrank, weil das lebende Bakterien sind. Aber ich weiß ganz genau, nachher rechnet sich das, weil ich muss da nicht so lange therapieren. Ja, und zum Beispiel bei einem Colitis ulcerosa-Patienten, da gibt es auch die Zulassung als Arzneimittel, da wird seine Kasse zum Beispiel dann auch übernehmen. Ne? Da weiß ich dann auch, okay, also die Dosierung, was in der Kapsel drin ist, das schwankt maximal 5%. Das ist jetzt also egal, ob ich die Packung, die oder die Packung nehme, was ich beim Nahrungsergänzungsmittel nicht habe. Irgendjemand wollte da gerade noch etwas dazu sagen. Ute. Ja, ich wollte nur ganz kurz mal aus meinem Leben da. Mein Sohn hatte ja Vioxx bekommen damals als Rheumatikummittel und hatte ja auch Nierenproblematik gehabt. Und ich hatte ihm das dosiert, aber auf wirklich eine Vierteltablette und die nochmal klein gemacht. Ich habe die bald kaum gesehen, die Krümel. Habe zweimal morgens und mittags eine Dosierung gegeben, hat der Professor in Frankfurt angeordnet aus der Rheumatologie. Und mein Sohn hatte angefangen, gutische Durchfälle zu bekommen. Und ich habe sofort dieses Mittel abgesetzt, habe mit dem Professor tierischen Ärger bekommen, dass ich die Behandlung hier nicht mache und ich sollte doch in eine andere Klinik gehen. Ich habe es abgelehnt, diese Behandlung weiterzumachen. Und 2,5 Monate später wurde Vioxx vom Markt genommen, weil es, ich glaube, 8 Kinder getötet hat. Ist aber wirklich auch bestätigt. Also das Medikament wurde überall gegeben. Also es war Haben wir immer wieder solche Sachen? Haben wir immer wieder vielleicht auch noch mal ein gängiges Beispiel? Als ich schwanger war, ich musste in der 27. Woche musste ich ins Krankenhaus einfahren, weil mir mein Kind beinahe rausgerutscht ist. Also war eine ziemlich langweilige Zeit und dann hatte ich ja nichts anderes zu tun, als mir das Steißbein in der Dusche zu brechen. Na, wer mal Steißbein gebrochen hatte, weiß, das ist nicht so angenehm. Und wenn du dann irgendwie auch noch 23,5 Stunden am Tag im Bett liegst und dann noch ein Kind hast, was da immer drauf drückt, dann ist das schon ziemlich schmerzhaft. Und wirklich mehrfach am Tag kamen irgendwelche Krankenschwestern rein und haben gesagt, wollen Sie nicht ein Schmerzmittel? Paracetamol können Sie doch nehmen. Ne? Also Ibu nimmt man da nicht mehr, weil Ibu auf die Blutgerinnung Einfluss hat und bei drohender Fehlgeburt willst du keine Ibu-Wirkung. Ah, nehmen Sie doch Paracetamol. Ne? Können Sie doch nehmen. Ne? Alle gesagt, habe ich gesagt, ich nehme nichts. Ne? Ich halte es hier durch, kommen wir durch. 3 Jahre später kommt eine Studie raus, die die Wirkung von Paracetamol auf das ungeborene Kind untersucht hat. Waren dann 2 Gruppen. Und zwar einmal ging es um die Langzeiteinnahme, Frauen, die das über 30 Tage genommen haben und Frauen, die es unter 30 Tage genommen haben. So, und was kam raus? Relativ erschreckende Ergebnisse gab es bei den Frauen, die Paracetamol über 30 Tage während der Schwangerschaft genommen haben. Da gab es zum Beispiel ganz, ganz viele, die später die Diagnose ADHS bekommen haben oder ADS bekommen haben und Autismus bekommen haben. Und in späteren Intelligenztests und so etwas konnte nachgewiesen werden, dass der durchschnittliche IQ bei diesen Kindern geringer war als bei denen die Mutter
kein Paracetamol eingenommen haben. Also es gab Auffälligkeiten am Nervensystem. Dieser Effekt konnte jetzt bei den Frauen, die unter 30 Tage Paracetamol eingenommen haben, nicht in der Art und Weise, Gott sei Dank, repliziert werden. Aber auch diese Kinder haben mehr solche neurologischen oder auch psychiatrischen Diagnosen später bekommen. Ne? 3 Jahre vorher haben mir auch 5 Ärzte gesagt, ach, das können Sie nehmen, das können Sie nehmen, das macht nichts in der Schwangerschaft. Ja? Das ist es nun mal. Also manchmal ist da auch noch keine Studie da eben auch so gelaufen und deshalb Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gut, das also erstmal so Unterschied Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel. Das kann auch eine Frage in einer mündlichen Prüfung sein. Was ist der Unterschied, ob einem das auch bewusst ist? Ja? Und ich kann euch nur raten, mit den Vertretern der Nahrungsergänzungsmittelindustrie eine, ja, so eine gesunde, kritische Distanz da auch zu wahren, Dinge auch mal zu hinterfragen, zu fragen, haben Sie da mal Untersuchungen gemacht oder eben auch nicht, ja, und dann nicht blauäugig alles im Grunde eben auch zu glauben.